Was ich am besten an dem Ganzen finde, ist einfach die Community, das Team, die Leute, die Energie einfach dabei, die Leidenschaft, die jeder hat, neue Ideen, die in die Workouts wieder reingebaut werden. Also es gibt eigentlich bei den Workouts nie ein Ende, dass es irgendwann mal langweilig wird und das reizt halt einfach immer wieder dran zu bleiben und weiterzumachen und das auch weiterzugeben. Hallo, ich bin die Joanne. Ich komme aus der Umgebung von München und bin HIIT-Trainerin seit letztem Jahr. Ja, und heute bin ich mal in Berlin. Ich habe vorher, bin sehr Sport, also mache gerne Sport. Ich mache alles, was nur möglich ist, was mit Spaß zu tun hat. Schon immer und vor der Ausbildung, ich habe noch keine Trainerlizenz in irgendwas. Ich bin wirklich jungfräulich in das ganze Thema reingekommen und habe mit Leidenschaft und Spaß wirklich auch diese Ausbildung durchgezogen. Ja, und bin froh, dass ich es eigentlich gemacht habe, einfach den Schritt. HIIT habe ich das erste Mal gesehen über Insta. 2019 fing das so an, 2018, 2019. Habe das immer mal nur so beobachtet, mir die Videos angeschaut, habe über YouTube mal selbst probiert zu Hause und fand das eigentlich richtig, richtig cool, weil es einfach den ganzen Körper beansprucht und einfach einen mega Spaß dabei macht. Was sich verändert hat mit HIIT ist, dass ich die Leidenschaft an der Bewegung einfach, was ich selbst sehr gerne mache, weiterbringen kann, an die Menschen weiterbringen kann, meinen Spaß daran auch an Menschen weiterbringen kann, vielen vielleicht auch helfen kann, weil sie einfach so eingerostet sind und Mangel an Bewegung haben. Und ja, und jetzt mache ich das eben auch zum Nebenberuf im Prinzip. Was ich gelernt habe durch die Ausbildung von HIIT, selbstbewusster zu werden, mehr aus mir rauszukommen, coole Menschen eigentlich nur um mich herum zu haben, die Leidenschaft eigentlich mit mir teilen. Was ich am besten an dem Ganzen finde, ist einfach die Community, das Team, die Leute, die Energie einfach dabei, die Leidenschaft, die jeder hat, neue Ideen, die in die Workouts wieder reingebaut werden. Also es gibt eigentlich bei den Workouts nie ein Ende, dass es irgendwann mal langweilig wird und das reizt halt einfach immer wieder dran zu bleiben und weiterzumachen und das auch weiterzugeben. 5, 6, 7, 8.